Decken, weil der Party ein bisschen komisch wird bzw. kitzlig ist. Wenn man ein junges Pferd eindeckt, immer die Decken so nehmen, dann stellt sich seitlich her. Zuerst habe ich vorne am Strick, da habe ich die Decken beim Kopf, dann lege ich die Decken zu seinem Hals her. Jetzt kann er sich dran gewöhnen, dann bleibt er da stehen. Jetzt legen wir die Decken, die ganze Decken, so über den Hals drüber, nach hinten. Und jetzt ziehe ich die Decken langsam zurück. So, dann bleibt er brav stehen, lässt sich super zudecken, dann kann ich es auch zumachen. Wichtig ist, er muss im Endeffekt lernen, die Decke von vorne nach hinten zurückschieben lassen. Jetzt kaut er auch. Und jetzt nehme ich die Decken und schiebe es langsam hinten runter. Auch das kann er lernen. Es bleibt aber immer ein leichter Kontakt zum Pferd. Und das ist das Um und Auf. Nicht wegreißen die Decke, sondern Kontakt erhalten. Nochmal das Gleiche. Vorne halten. Die Decken am Hals anlegen, jetzt tue ich die Decken rauf, schiebe es drüber. Dem Moment, wo es drüber ist, so kann ich dann zurückziehen, nach hinten und dann kann ich es vorne zumachen. Dann so brav, steht brav, runter, wir nehmen es da, langsam zurückschieben, langsam runtergleiten lassen. Wichtig, Kontakt zum Pferd, auch da habe ich die Decken dran, ziehe es langsam vor und so kann er es dann auch langsam lernen. Das wäre super, bitte macht mir das, damit der in Ruhe die Decken akzeptiert. Also nicht einfach hingehen und von der beiden draufschmeißen, so wie mit den alten Hosen, sondern wirklich immer hergehen, hinlegen, dann kann ich wieder herstellen, nehmen, über den Hals drüberlegen, portieren, langsam zurückschieben. Dann zumachen. Dann ist das gar kein Problem. Dann wird da Vertrauen zu decken. Dankeschön.